Egal ob Joint Venture, Lieferbeziehung, Technologiepartnerschaft, Lizenzvertrag, Unternehmensverkauf oder Finanzierungsrunde. Eine Vertraulichkeitsvereinbarung, Englisch Non-Disclosure Agreement, bildet häufig den ersten Schritt auf dem Weg zu einer intensiven Geschäftsbeziehung. NDAs müssen dabei nicht zwangsläufig ellenlange und schwer verständliche Dokumente sein. Tatsächlich passen wasserdichte Vertraulichkeitsvereinbarungen regelmäßig bereits auf ein paar wenige prägnant formulierte Vertragsseiten. Wie ein NDA in der Praxis aufgebaut werden sollte, welche Arten von NDAs es gibt und worauf beide Seiten achten sollten, das zeige ich Ihnen in diesem Video. Let's go Beyond Return. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Beyond Return. Mein Name ist Fabian Ahelger, ich bin Rechtsanwalt in Frankfurt am Main, spezialisiert auf Unternehmens- und Finanzierungsrecht und berichte hier auf Beyond Return regelmäßig über spannende Themen aus der Finanz- und Geschäftswelt. Wenn Sie also mit beiden Beinen im Wirtschaftsleben stehen, empfehle ich Ihnen, diesen Kanal zu abonnieren. In einem globalen Marktumfeld ist technische und wirtschaftliche Kooperation zwischen Marktteilnehmern unabdingbar. Egal ob Transaktion, Finanzierung, Technologiepartnerschaft oder Lieferbeziehung. Damit bedeutende Geschäftsabschlüsse angebahnt werden können, muss zunächst Vertrauen hergestellt werden. Eine der wichtigsten vertrauensbildenden Maßnahmen ist dabei immer die Überlassung von Informationen. Nur wenn Partei B sich ein ausreichendes Bild über Partei A und deren Produkte, Know-how und Geschäftsmodell machen kann, wird es am Ende zu einer formalen Geschäftsbeziehung kommen. Hieraus ergibt sich regelmäßig ein gewisses Spannungsfeld. Einerseits möchten Sie Ihren Geschäftspartner davon überzeugen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Andererseits möchten Sie aber natürlich vor einer umfassenden vertraglichen Fixierung der Geschäftsbeziehung nicht zu so viele Informationen ungeschützt preisgeben. Schließlich besteht immer das Risiko, dass das Hauptgeschäft nicht zustande kommt und die Gegenseite die in der Anbahnungsphase erlangten Informationen trotzdem weiternutzt bzw. kommerziell verwertet. Das gilt ganz besonders auch dann, wenn es sich um direkten oder indirekten Wettbewerb handelt. Um dieses Dilemma aufzulösen, bietet sich der Abschluss einer möglichst kurzen und prägnanten Vertraulichkeitsvereinbarung an. Das hat für den Informationsgeber den Vorteil, dass er relativ guten Gewissens Informationen übermitteln und so Vertrauen aufbauen kann. Aber auch für den Informationsempfänger hat ein NDA einen großen Vorteil, namentlich den, dass er schwarz auf weiß nachlesen kann, was er darf und was nicht. Ein NDA schafft also auch immer Rechtsklarheit und vermeidet idealerweise Rechtsstreitigkeiten hinterher. Zunächst ist es sehr wichtig, dass Sie das innere System einer Vertraulichkeitsvereinbarung verstehen. Ein NDA besteht immer aus vier Bausteinen. Erstens der Definition dessen, was vertrauliche Informationen (English Confidential Information) im Sinne des NDA sein sollen. Zweitens der Frage, wem Informationen unter dem NDA auf Seite des Informationsempfängers zugänglich gemacht werden dürfen (English Whitelisting). Drittens den einzelnen Verhaltenspflichten der Parteien, Englisch Covenants, und viertens den Rechtsfolgen etwaiger Verstöße gegen diese Verhaltenspflichten, Englisch Remedies for Breach of Contract. Sehen wir uns zunächst den ersten Baustein an, die Definition von vertrauliche Informationen. Dieser Baustein wird nach meiner Erfahrung häufig unterschätzt. Das ungeschulte Auge fokussiert sich vorschnell auf den dritten Baustein, die einzuhaltenden Covenants. Doch in Baustein 1 legen sie den Grundstein der Vertraulichkeitsvereinbarung. Ist die Definition zu unscharf, geht das immer zulasten einer der beiden Parteien. Die Covenants knüpfen letztlich immer an die Definition von vertrauliche Informationen an. Der Informationsempfänger verhält sich pflichtwidrig, wenn er vertrauliche Informationen entgegen der Abmachungen im NDA weitergibt. Doch dazu gleich mehr. Vertragstechnisch haben Sie auf Definitionsseite immer zwei Möglichkeiten. Eine Positivdefinition oder eine Positiv-Negativ-Definition. Eine einfache Positivdefinition könnte wie folgt lauten. Vertrauliche Informationen sind alle Informationen, die der Informationsgeber dem Informationsempfänger übermittelt und als vertraulich kennzeichnet, unabhängig davon, in welcher Form sie an den Informationsempfänger übermittelt worden sind und ob der Informationsempfänger sie mündlich, schriftlich oder auf andere Art erhält. Bei umfangreichen Dokumenten, die Sie nicht alle einzeln als vertraulich kennzeichnen können, können Sie auch vereinbaren, dass alle Unterlagen, die Sie in einen spezifischen virtuellen Datenraum hochladen, automatisch dem NDA unterfallen. Ebenso wie alle Informationen, die Sie im Rahmen von Calls, Konferenzen oder Präsentationen übermitteln. Insoweit empfiehlt es sich, alle Unterlagen mit einem elektronischen und einem visuellen Wasserzeichen zu versehen. Tauchen diese Dokumente dann später in der Öffentlichkeit auf, können Sie eine Verletzung des NDA durch den Informationsempfänger relativ einfach nachweisen. Bei einer Positiv-Negativ-Definition ergänzen Sie zusätzlich eine Passage, wonach bestimmte Informationen nicht von der Vertraulichkeitsvereinbarung umfasst sein sollen. Der Negativteil dient dabei dem Schutz des Informationsempfängers und schränkt einen sehr weiten positiven Definitionsteil wie im Beispiel eben ein. Häufig sieht man insoweit eine Einschränkung, wonach diejenigen Informationen nicht dem NDA unterfallen sollen, die bereits öffentlich bekannt sind, später ohne Verstoß gegen das NDA öffentlich bekannt werden und solche, die dem Informationsempfänger aufgrund eigener Entwicklungen oder von dritter Seite bereits bekannt sind oder werden, ohne dass diese Kenntnis widerrechtlich erlangt wurde. Im zweiten Schritt muss festgelegt werden, welchem konkreten Personenkreis erhaltene vertrauliche Informationen zugänglich gemacht werden dürfen, das sogenannte Whitelisting. In der Praxis unterscheidet man insoweit zwischen restriktiven und extensiven Weitergabeklauseln, manchmal auch als harte und weiche bezeichnet. Ein Beispiel für eine restriktive Weitergabeklausel sehen Sie hier in Ziffer 2.1. Unbeschadet etwaiger gesetzlicher Verbote dürfen vertrauliche Informationen vom Informationsempfänger nur den in Anlage A zu dieser Vereinbarung benannten Personen zugänglich gemacht werden. Auf Verlangen des Informationsgebers wird der Informationsempfänger dafür Sorge tragen, dass sämtliche Personen, denen vertrauliche Informationen zugänglich gemacht werden, eine gesonderte, aber inhaltlich identische Vertraulichkeitsvereinbarung mit dem Informationsgeber abschließen. Diese Klausel ist also sehr eng gefasst und empfiehlt sich bei hochbrisanten Geschäftsinformationen oder wenn es um das technologische Tafelsilber des Informationsgebers geht, beispielsweise im Rahmen der Anbahnung eines Joint Venture, einer Technologiepartnerschaft oder eines Liefervertrages über hochsensible Technologien. Typische weitere praktische Anwendungsbeispiele für restriktive Weitergabeklauseln sind Fusionsverhandlungen bei börsennotierten Unternehmen oder Lizenzverhandlungen bezüglich einer neuen, noch nicht geschützten Schlüsseltechnologie. Hier kommt es maßgeblich jeweils darauf an, dass geheime Informationen nur einem eng umgrenzten namentlich benannten Personenkreis zur Verfügung gestellt werden sei es um die eigene Technologie zu schützen oder im Einklang mit den geltenden kapitalmarktrechtlichen Pflichten zu handeln. Demgegenüber umfasst eine extensive Weitergabeklausel einen breiteren Personenkreis, zum Beispiel zur Verschwiegenheit verpflichtete Berater und Mitarbeiter anderer Konzerngesellschaften. Ein Beispiel für eine extensive Weitergabeklausel sehen Sie in Ziffer 2.2. Unbeschadet etwaiger gesetzlicher Verbote dürfen vertrauliche Informationen vom Informationsempfänger nur dessen Führungskräften und Mitarbeitern, einschließlich Führungskräften und Mitarbeitern von mit ihm verbundenen Unternehmen im Sinne von 15 des Aktiengesetzes sowie externen zur beruflichen Verschwiegenheit verpflichteten Beratern, insbesondere Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, zugänglich gemacht werden. Der Informationsempfänger wird sicherstellen, dass alle Personen, denen vertrauliche Informationen zugänglich gemacht werden, mit den vertraulichen Informationen verfahren, als ob sie Partei dieses Vertrages wären. Sie sollten sich im Ergebnis also genau überlegen, wie hoch der kommerzielle Wert der bereitzustellenden Informationen ist und welche Personen die Gegenseite realistischerweise einbinden muss, um in sinnvolle Verhandlungen über den Hauptvertrag mit Ihnen eintreten zu können. Okay, haben Sie die Definition von vertraulichen Informationen für Ihre Bedürfnisse messerscharf zugeschliffen und den erlaubten Personenkreis festgelegt, formulieren Sie im dritten Schritt, welchen Verhaltenspflichten die Parteien unterliegen sollen. Englisch Covenants. Zu nennen ist hier natürlich der Anlass des ganzen Vertrages, nämlich die Geheimhaltungsverpflichtung an sich. Hier sollten Sie selbstverständlich festlegen, dass vertrauliche Informationen wie definiert nicht an Dritte außerhalb des erlaubten Personenkreises weitergegeben werden dürfen. Daneben sollte der Informationsempfänger dazu verpflichtet werden, erlangte vertrauliche Informationen ausschließlich zweckmäßig zu verwenden, namentlich um den Hauptvertrag verhandeln zu können. Außerdem sollten Sie regeln, unter welchen Bedingungen Kopien, Abschriften und Aufzeichnungen erstellt werden dürfen und wann erhaltene oder angefertigte Unterlagen herausgegeben oder vernichtet bzw. gelöscht werden müssen. Insbesondere bei der Anbahnung von Joint Ventures, Technologiepartnerschaften oder M&A Deals sollten Sie ferner prüfen, ob die Einfügung einer sogenannten Non-Solicitation Clause Sinn macht. Non-Solicitation bedeutet auf Deutsch so viel wie Abwerbeverbot und Kundenschutz. Die Gegenseite wird damit verpflichtet, binnen eines bestimmten Zeitraums nach Abschluss des NDA keine Mitarbeiter oder Kunden des Informationsgebers mit Hilfe der erlangten vertraulichen Informationen abzuwerben. Bei börsennotierten Informationsgebern ist es daneben empfehlenswert, die Gegenseite explizit auf die Vorschriften zum Insiderhandel unter der Marktmissbrauchsverordnung aufmerksam zu machen und insoweit deklaratorisch zu verpflichten. Zu guter Letzt müssen Sie in Ihrem NDA noch regeln, was bei einem Verstoß gegen die eben besprochenen Pflichten, also auf der Rechtsfolgenseite, passieren soll. Die Praxis unterscheidet insoweit etwas undurchsichtig zwischen harten und weichen Vertraulichkeitsvereinbarungen. Nun, was genau ist damit gemeint? Ein hartes NDA könnte man auch als Tiger mit Zähnen beschreiben. Sie vereinbaren hier eine Vertragsstrafe für den Fall, dass die Gegenseite gegen Verhaltenspflichten unter dem NDA verstößt. Der große Vorteil eines Vertragsstrafenmechanismus liegt darin, dass Sie vor Gericht dann lediglich den objektiven Verstoß gegen das NDA nachweisen müssen, um Ihren Gegner auf einen fixen Schadensbetrag in Anspruch nehmen zu können. Bei einem weichen NDA fehlt ein solcher Vertragsstrafenmechanismus. Sie können hier zwar in die Gegenseite auf Schadensersatz verklagen, müssen allerdings neben einem Pflichtverstoß auch darlegen, welchen konkreten Schaden Sie durch die Verletzung des NDA erlitten haben. Das kann in der Praxis äußerst schwierig bis unmöglich sein. Neben teuren Sachverständigengutachten müssen Sie hier auch mit einem jahrelangen Rechtsstreit durch verschiedene Instanzen rechnen. Eine marktübliche NDA-Vertragsstrafenklausel sieht wie folgt aus. Für den Fall eines Verstoßes gegen die aus dieser Vereinbarung folgenden Pflichten durch einen Informationsempfänger, dessen Mitarbeiter, Vertreter, Berater oder verbundene Unternehmen im Sinne von 15 des Aktiengesetzes ist der jeweilige Informationsempfänger verpflichtet, dem Informationsgeber eine Vertragsstrafe in Höhe von Euro-X, in Worten Euro-X, zu zahlen. Bei einer andauernden Vertragsverletzung ist der jeweilige Informationsempfänger verpflichtet, je angefangene Monat der Zuwiderhandlung zusätzlich einen Betrag in Höhe von Euro X in Worten Euro X an den Informationsgeber zu zahlen. Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche bleibt hiervon unberührt neben oder anstelle eines vertragsstrafenmechanismus können sie ferner eine beweislastumkehr vorsehen wonach ein verstoß gegen das ndl vermutet wird wenn darunter gewährte informationen öffentlich bekannt werden. in diesem fall muss der informationsempfänger dann beweisen dass die informationen nicht durch ihn geleakt sind. neben diesen vier grundbausteinen sollten sie schließlich noch die folgenden punkte berücksichtigen Erstens. Als Informationsgeber sollten Sie klarstellen, dass keine Gewährleistung für unter dem NDA bereitgestellte Informationen übernommen wird. Zweitens, schließen Sie das NDA im Hinblick auf die Anbahnung eines Joint Venture oder einer Technologiepartnerschaft ab, empfiehlt es sich aus meiner Sicht auch immer, gleich eine Lizenzvorschrift einzubauen, wonach sich die Parteien gegenseitig gewerbliche Nutzungsrechte an den Ergebnissen der weiteren Zusammenarbeit einräumen. Das können Sie zwar theoretisch auch auf spätere Dokumente wie eine Absichtserklärung, englisch Letter of Intent verlagern, je früher Sie dieses Thema jedoch adressieren, desto besser. Drittens. Haben Sie als Informationsempfänger Berührungspunkte mit dem angloamerikanischen Rechtskreis, etwa in Gestalt einer relevanten Tochtergesellschaft in den USA? Sollten Sie im Übrigen auf eine besondere Freizeichnung von den Pflichten des NDA in besonderen Konstellationen drängen? Das US-amerikanische Zivilprozessrecht kennt beispielsweise rigorose Offenlegungspflichten im Rahmen einer sogenannten Pre-Trial Discovery. Sind Sie also rechtlich zur Offenlegung von Informationen gegenüber Dritten verpflichtet, sollte das kein Verstoß gegen das NDA begründen. Gleichzeitig sollte ein Passus zugunsten des Informationsgebers eingefügt werden, wonach der Informationsempfänger unverzüglich über eine behördliche oder gerichtliche Anordnung der Offenlegung informieren muss. Viertens sollten Sie normalerweise immer eine feste Laufzeit für das NDA vereinbaren und die ordentliche Kündigung ausschließen. Treffen Sie keine Vereinbarung zur Laufzeit, ist das NDA nach den Vorschriften des deutschen Zivilrechts jederzeit kündbar. Was die Form angeht, empfiehlt sich fünftens aus Beweisgründen immer die Schriftform zu wählen. Das heißt, eine handschriftliche Zeichnung des Vertragstextes durch ordentlich bevollmächtigte Vertreter aller Parteien und der Austausch gezeichneter Originale. Im deutschen Rechtskreis werden NDAs regelmäßig in Vertragsform abgeschlossen, also mit Parteirubrum, Präambel und Paragraphen. Im angloamerikanischen und internationalen Geschäft ist daneben auch die Briefform weit verbreitet. Also nach dem Muster: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben uns gebeten, Ihnen Informationen über XY bereitzustellen. Dieser Bitte kommen wir gerne unter folgenden Bedingungen nach. Wenn Sie hiermit einverstanden sind, bitten wir um Gegenzeichnung und Rücksendung eines Exemplars dieses Schreibens an uns. Aus juristischer Sicht ist auch die allseits unterzeichnete Briefform ein bindender Vertrag und kann deshalb bedenkenlos gewählt werden. Die vier Grundbausteine einer Vertraulichkeitsvereinbarung sind also. Erstens die Definition des Begriffs der vertraulichen Informationen. Hiermit setzen Sie den Grundtenor des NDA fest. Zweitens die Whitelisting-Technik, also die Bestimmung des Kreises der Personen, denen vertrauliche Informationen weitergegeben werden dürfen. Drittens die Covenants, also die Verhaltenspflichten der Parteien. Und schließlich viertens die Rechtsfolgenregelungen bzw. Remedies. Viele unerfahrene Vertragsersteller begehen den großen Fehler, den Baustein 1, also die Definition, was vertrauliche Informationen sind, zu stiefmütterlich zu behandeln. Stellen Sie hier die Weichen falsch, kann ein NDA am Ende wertlos für den Informationsgeber oder extrem gefährlich für den Informationsempfänger werden. Für Rückfragen hierzu erreichen Sie mich jederzeit unter meiner Kanzleianschrift, die Sie in der Beschreibung zu diesem Video finden. Zum Schluss wünsche ich Ihnen wie immer alles Gute und sage bis zum nächsten Mal, hier bei Beyond Return.